Hallo und willkommen zurück zu Timberborn und die Dürre steht ja bevor. Ganz vergessen, aber das große Banner ist natürlich hilfreich, was das angeht. So, unsere Biber arbeiten 21 Stunden am Tag. Reicht uns das oder reicht uns das nicht? Hier mit dem Wasser könnten sie sich noch mal ein bisschen mehr anstrengen, würde ich jetzt sagen, aber generell... Boah, können wir auch noch eine Stunde wegnehmen. Sonst geht es immer so auf die Fortpflanzungsorgane und dann haben wir plötzlich keine arbeitswilligen Biber mehr. Und Kinderbiberarbeit ist hier verboten. Leider. Zu meinem Leidwesen könnt ihr hier nicht arbeiten. Das hätte vieles entspannter gemacht, aber sei es drum, sei es drum. So, wir haben 46 Dynamit. Könnten wir eigentlich noch ein bisschen was wegsprengen. Wegspringen macht Spaß, zumindest im vernünftigen Ausmaß. Wo können wir denn was hinlegen? Theoretisch wird es hier Spaß machen. Müssen wir mal schauen. Ich will, dass der Fluss dann 5 breit ist. 1, 2, 3, 4, scheiße. 5, wenn wir da aufschütten. Gut. Nein, das muss doch weg. Das können wir also nicht in die Luft jagen, leider. Endes hier können wir in die Luft... kann nicht mehr reden. Folge hat gerade erst angefangen. Das können wir auf jeden Fall in die Luft jagen. Dann probieren wir das. Und hier schauen wir dann, dass generell das 5 breit wird. Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir die Deichmauer machen. Aber das ist ein Problem für später. So, ihr müsst es jetzt aber mit hoher Priorität setzen, weil... machen sie ja eigentlich trotzdem. Nochmal extrem hohe Priorität, weil sobald die Dürre angefangen hat, bringt das alles nichts mehr. Wir müssen das schon sprengen, während es gerade so schön, wenn so schön Wasser nachkommt. Komm schon. Ah, das kriegen sie noch hin. Ich darf es jetzt nur nicht vergessen. So, Kiefernwald, bitte Kieferfritze. Weite deines Amtes, weil wir brauchen das Harz. Wir brauchen unbedingt behandelte Bretter. Und das geht leider nur mit Kiefernharz. Habt ihr es geschafft? Sind wir sprengbereit? Das sieht gut aus. Da ist noch ein Biber drauf, den wollen wir nicht opfern. Was machst du denn? Nein! Das ist nicht gut. Okay, dann liegt das da rum. Könnt ihr das noch kurz wegnehmen? Ah, der trägt. Der trägt. Braver Biber. Gut, und Sprengung. Na, sieht das nicht schön aus? Ich würde sagen, nein, aber hilft nun mal nichts. So, dann Weg entfernen, Weg entfernen, Weg entfernen. Nicht Ressourcen. Weg ist ja hier Baumaterial, mehr oder weniger. So. Kriegt ihr das jetzt noch hin, das da zu sprengen, oder beschwert ihr euch wieder? Also ab da beschweren sie sich. Na gut. Wir haben 39 Dynamit. Damit lässt sich so einiges bewerkstelligen, wenn sie das noch hinbekommen. Obwohl, ich kann ja einfach sagen, Treppe, mehr Weg und mehr Dynamit. Bitteschön. Immer noch zu weit weg? Ja, vielleicht. Vielleicht können sie es ja trotzdem bauen. Wer weiß das schon so genau bei Bibern? Die sind überraschend agil. So, 0,4 Tage, dann hört's auf mit der feuchten Gabe hier. Aber die bauen schön weiter. Das müssen wir diesmal ausnutzen. Kiefern werden angepflanzt, das müssen wir auch ausnutzen. 0,2 Tage noch, das heißt, egal was hier steht, ich muss erstmal, ja, doch, sprengen wir's. Dann kann auch das Wasser nachfließen. So, und der Rest muss dann eben über eine entsprechende Treppe, je nachdem wo die 28 Tage. Scheiße. Muss das jetzt so lang sein? Also mal schauen. Können sie gern hinsetzen, bringt uns aber erst mal nix. 20 Stunden um das... Ja, ich glaube... Ah, sie setzen es hin. Wie gesagt, ist gerade eher irrelevant, es sei denn, wir fluten das hier noch. Was wir erstmal nicht vorhaben. Ich habe das zumindest erstmal nicht vor.
Den könnt ihr eigentlich auch abreißen. Und wir haben 28 Tage Zeit, das hier jetzt gescheit zu machen. Das muss man definitiv dann hochbauen. Durch. So. Wir haben hohe Priorität. Das muss vor der nächsten Faulwasserflut, wann auch immer die kommen mag, gebaut sein, würde ich mal sagen. Deswegen haben wir jetzt 27 Tage Zeit, uns darum zu kümmern. Was danach kommt, keine Ahnung. Ihr pumpt noch. Also euer Wasser ist voll. Na, ich würde mich darauf nicht verlassen. Boah, habe ich gerade einen Schreck bekommen. Ich habe hier drauf gedrückt und habe nur gesehen, 684 Wasser insgesamt. Was ist da los? Aber nee. Nee, das sieht gut aus. Wir könnten theoretisch noch ein Fass hinstellen. Würde ich mich einen Tick wohler fühlen. Also gesehen haben wir jetzt hier auch einiges an Wasser. Da sprengen wir das noch. Kommt halt nichts nach grad. Obwohl, vielleicht fließt noch. Eher nicht. Wir sehen ja schon, Wasserstand nimmt ab. Im Gegensatz zu mir. So, das müsst ihr aber jetzt fertig bauen. Keine Kompromisse, ihr netten Biberchen. Und sobald wir irgendwie eine Lösung dafür gefunden haben, müssen wir da hinten was mitmachen. Aber eins nach dem anderen. Oh, da liegt auch noch Rohholz. Interessant. Okay, ihr liefert dahin. Objekt ist zu weit vom Distrikt entfernt. Ich glaube trotzdem an euch. Also wenn der gebaut wird, klappt das wahrscheinlich wieder. Jo. Das sieht gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. So, Bäume wachsen hier, aber auch relativ langsam. Boah, brauchen jetzt 12 Tage. Das ist schon mal eine Hausnummer. Hoffentlich kommen wir jetzt in die Harzer Phase, also wo man wirklich Kiefernharz abbauen können. Ansonsten Dynamit 31, damit können wir wunderbare Dinge machen. Ah, die müssen erstmal wohl überlegt sein. Und vor allem müssen wir schauen, dass wir gerade mit unseren Ressourcen irgendwie klarkommen. Wäre die Frage, ob das Wasser jetzt eher dahin versickert? Nee, kann eigentlich nicht sein. Also letztendlich ja schon, aber jetzt, wenn genügend Wasser auf beiden Leveln da war, dann kann das nicht der Grund sein, warum wir da bald kein Wasser mehr pumpen können. Das hat dann ganz andere Gründe. So. Dann bitte mir Deiche. Achso, das müsst ihr jetzt mit invertierter Logik bauen. Oder ich muss da wieder elaboriert irgendwas anderes machen. Nee. Das macht ihr hier schön. Erstmal den da. Und dann den da und dann den da und dann den da. Ich habe das Gefühl, ich muss gleich niesen. Ja. Ich sag mir mal Selbstgesundheit, das war so eine Mischung aus Nieser und Gener. Boah. Hätte nicht sein müssen. Wäre auch ohne das klargekommen. Naja. So, also 5 breit hätte ich gern die Stadt und ich würde natürlich den Fluss hier, den Hauptfluss. Und ich hätte es natürlich auch gern so, dass das von Wellen umgeben ist, dass man hier auch sieht, dass man was geschafft hat. Das heißt wahrscheinlich, muss man mal schauen, wenn wir den da hier hinpflanzen, müssen wir entsprechend mit Erde aufschütten, sonst sieht es kacke aus, aber das sind 1, 2, 3, 4, 5. Genauso soll es sein. Das kann man dann fortführen und hier entsprechend absprengen. Das kriegt man hin. Das ist nicht so das Problem. Und hier haben wir nur 3. Das ist ausbaufähig. Aber wir hatten ja nicht so viel, deswegen alles gut für den Moment. Was ich noch gern machen würde, ist die Priorität jetzt hier hochsetzen. Ah, ihr macht es schon klüge, oder? Kluge Biber. So, dann müssen wir schauen, dass das hier auch gescheit hochkommt. Dass zumindest der Mechanismus funktioniert, Frischwasser und Faulwasser zu teilen. So. Was ich eigentlich sagen wollte, springen. Hier haben wir doch so unnötige Landaufschüttung. Die hätte ich gern mal weg.
Mal schauen, dass wir nicht zu nah ans Faulwasser kommen, aber prinzipiell fände ich schön, wenn hier einfach Dynamit zu anderen sinnvollen Zwecken eingesetzt wird. Außer zur Wasservermehrung. Das werden sie hinbekommen. Habe ich überhaupt noch Arbeiter hier? Nö, null frei. Ihr arbeitet zu zweit, ihr arbeitet zu dritt und zu dritt. So sehe ich das gerne. So. Und ihr macht hier was genau? Annähernd richtig priorisiert bauen? Ja. Kriegen sie hin. Respekt. Hätte ich nicht von ihnen erwartet. So, dann auch noch hohe Priorität jetzt an diese zwei. Dann können wir hier noch ein bisschen was wegnehmen. Auf jeden Fall. Genauso hier. Geht vielleicht einfacher damit. Ist ja extra so ebenenspezifisch, weil die genau wussten, dass ich dämlich bin. Und das Feature mal brauchen würde. So. Ich finde, das sieht jetzt annähernd so aus, wie ich es haben will. Das müssen wir mal schauen. Weil die sollen jetzt erstmal die zwei noch bauen, dann die nächste Ebene. Ja, und dann können wir das ebenenweise eben ebnen und größer bauen. Dann muss ich nicht so viel mit dem Gerüst hin und her denken. Wäre jetzt zumindest mal, ja, der Plan. Wenn ich schon mal einen habe, sollte ich den auch nutzen. Oh, du pflanzt hier immer noch. So, Arbeitszeiten reduziert auf 18 Stunden. Gönnt euch auch mal was. So, Sprengung. Hoffentlich war da niemand im Krankenbett. Also apropos Krankenbett, das muss man da... Boah, mach mal die zwei weg. Die werden umstationiert. Können wir auch temporär, ich weiß, ich sag das Wort viel zu oft. Temporär können wir das hier hintermachen, Wohlbefinden. Krankenhaus, Krankenhaus, Krankenbett reicht. Okay. Ja. Ist doch ein ganz guter Ersatz. So, Sprengung einleiten. Viermal Dynamit brauchen wir. Dann können wir endlich hier das Viereck durchziehen. Ach, das schöne Viereck. So, Kiefern stirbt bitte nicht diesmal. Hier ist extra viel Wasser zurückgestaut worden. So, die müssen natürlich mit erhöhter Sorgfalt gebaut werden. Oh, das sieht gut aus. Wie viel Holz haben wir? Vor allem, wie viel Holz haben wir hier? 192. Ja, das muss erstmal wieder ordentlich nachwachsen. Importieren wir Holz? Können wir uns eigentlich auch nicht leisten. Hier hat man doch irgendwie noch eine Holzfällerhütte. Oder nicht? So, wir haben zwei da. Eine irgendwo hier versteckt vielleicht. Ah, okay. Und wieso macht die ja nichts? Weil Rohholz voll ist. Echt, Lager sind hier voll. Ja, dann importieren wir doch. Import. Weil da wird's dringend benötigt. So, das läuft aber gut. Wasser voll. Und noch 21 Tage müssen wir durchhalten. Bis sich die Lage der Nation wieder ein bisschen entspannt. Und können wir auch noch pumpen. Gleich bei Tag, eigentlich ist es noch tief genug. Wie sieht es mit den Lagerbeständen aus? Gut. Hier bräuchten wir auf jeden Fall auch ein großes Lager für Nahrung. Und mal ein bisschen mehr Anbaufläche. Aber wir sind ja ganz groß in der Dynamitproduktion gerade. Das kriegt man schon hin. Immer langsam hier. Was baut ihr denn? Ihr könnt das von da oben, könnt ihr so weit runterbauen? Ernsthaft? Das ist mir neu. So, das hat natürlich hier auch oberste Priorität. Und da kommt ihr jetzt nicht rauf. Das ist wieder mein Fehler. Das haben wir gleich. Das haben wir doch gleich. Treppe.
Fahrtelement. Und Fahrtelemente. Und dann gib ihm. So. Mach mal das eher so, dass man da wirklich rumkommt. Find aber, das sieht schon ganz ordentlich aus, was die da zaubern. Zum Schluss müssen wir halt denken, wie wir das mit den Schleusen am geschicktesten machen. Aber ich glaube, das kriegt man auch gerade noch so hin. So, einfach ein Möhrenlager hier. Warum denn nicht? Wenn wir schon ein Lagerhaus dafür da haben. Holzfäller, Hütte. Nee, brauchen wir aktuell nicht. Wieso? Achso. Die Ressourcen könnten wir abreißen, aber es wird eh früher als später austrocknen. Na egal, sieht trotzdem unschön aus. Hier Ressourcen abreißen, 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 abreißen. Ja, wird sich wohl irgendwann einer dazu entschließen, das zu machen. So, ihr seid jetzt aber endgültig trocken. Das, nein. Kommt noch an Wasser? Wie denn das? An ganz wenig, oder? Okay. Die sind jetzt. Jetzt ist definitiv zu spät. Und okay. Für die Bäumchen auch. Für die Bäumchen leider auch. Sind ja nur noch 20 Tage Dürre. Was macht es da schon? So, du darfst pumpen. Ansonsten, hier steht noch ein bisschen Wasser, der Rest geht ein. Das gefällt mir nicht. Dann mal bitte mehr Arbeitskraft und mal bitte abernten. Ihr habt extra ein Lager dazu bekommen. Richtig krass, dass sie das bauen können. Habe ich nicht gewusst. So, natürlich das hier hohe Priorität. Die 20 Tage müssen wir halt auch nutzen, damit es hier läuft. Und am besten in die richtige Richtung auch läuft. So, bei der nächsten Ebene oder den nächsten Ebenen können wir auf jeden Fall hier schon mal das dann weiterbauen. Ich glaube, das kriegen sie hin. Ja, das beliefern sie auch. Holz sieht ganz okay aus. Oh nee, das geht in 15 Tagen ein. Das ist jetzt schlecht. Dachte, die hätten ein bisschen mehr Zeit, aber anscheinend ist das Wasser versickert. Ach, kann auch sein, dass es ein bisschen schneller versickert, weil das ja hier jetzt quasi nachläuft. Hätte ich die Schleusen schließen müssen. Jetzt ist egal, aber so als, keine Ahnung, Hint fürs nächste Mal für mich. Da steht Dynamit. Vorsicht, Biber. Hui. Und schaut mal, endlich, endlich. So, das war's eigentlich schon. Aber das freut mich. Ich mag sowas. So, an der Gemüsefarm ändere ich jetzt nichts. Wir können vielleicht mal schauen in der anderen Richtung. An der Holzfarm will ich gerade auch nichts ändern. Nicht im laufenden Betrieb. Nicht, wenn wir noch nicht sicher stehen. Ansonsten können wir wirklich drüber nachdenken, hier mal entweder das einen Tick breiter zu machen. Wäre wahrscheinlich das Gescheiteste. Dass hier, wo die Quelle dann ist, dass wir auch mindestens 5 breit haben. Nehmen wir links halt ein bisschen was weg mit Dynamit. Wieso haben wir nur 27 Stück? Ich dachte, ihr produziert so fleißig. Oder musst du so weit schleppen? Wir können natürlich hier auch noch ein mittleres Lagerhaus. Ja. Bitteschön. Und da kommen dann nur Sprengstoffzubehörsachen rein. Nein, keine Leiter. Treppe. Was auch immer. Zeug, das hochführt, braucht man gerade nicht. So, Forschung. Läuft an hier. Euch kann ich jetzt hier anhalten. Kriege ich viel billiger Arbeitskraft. Die anderen hätten schon längst loslaufen müssen. Okay, ich habe insgesamt 2,1k Wasser. Mit dem Distrikt und so weiter bin ich da jedes Mal kurz vorm einer Panikattacke.
dass wir nicht genügend haben. Obwohl es okay aussieht im Moment noch, aber das kann sich über 16 Tage jetzt auch rapide verändern, wie wir schon gesehen haben. Irgendwann geht's halt aus und wir müssen mindestens 3 Tage nach neuem Wasserbeginn ausharren oder 4, damit die genügend Gemüse anbauen können. Werden ja schon ein paar überleben. Ich bin halbwegs optimistisch. Hab zwar nicht unbedingt Grund dazu, aber ein bisschen Optimismus schadet hier nicht. So, Ressourcen abbauen. Ressourcen, oh schade. Ja, aber es hilft hier nichts. Es hilft hier nichts. Wir müssen es ja breiter machen. Das wird uns helfen. Okay, das läuft einigermaßen. Wie kommt ihr denn mit dem Bau voran? Mal wieder ein bisschen mehr Prio auf das hier. So, dann braucht man, kann ich gleich die Treppe hochsetzen. Nein. Fahrtelement. Dankeschön. Und hoch mit euch. Und hoch mit euch. Und wenn es sein muss, nochmal hoch mit euch. Irgendwann ist dann aber auch mal genug. So, dementsprechend hier auch 2 hinsetzen, dass die das relativ schnell bauen. Ich mache hier mal auch hohe Prio drauf. Werden bestimmt was hinbekommen. Jetzt, wir haben halt noch 15 Tage und dann muss das Wasser auch wieder fließen, also so gut ist gerade nicht. Muss immer mal wieder was trinken. Bin echt durstig, aber überraschenderweise nur, wenn ich Timberborn spiele. Bei den anderen Let's Play-Serien, ja generell bei dem, was ich zocke, trinke ich gar nicht so viel dabei. Aber hier, ob es Wasser ist, ob es Apfelsaftschorle ist, das trocknet mich so aus, emotional wahrscheinlich, das Spiel. Obwohl, mir macht das richtig Spaß gerade wieder, das merkt man hoffentlich auch. Biber zu ertränken und Biber vertrocknen zu lassen, es gibt nichts Geileres. Nee, ihr wisst, was ich meine. Die Biber irgendwie am Leben zu halten. Obwohl sie sich so anstellen, als würden sie nicht gern leben wollen. Sonst würden sie ja ein bisschen mehr arbeiten. So, die Ansicht. Okay, Treppe, Treppe, Treppe. Zu weit von einem Distrikt entfernt, das sehe ich anders. Wollt mich doch jetzt verarschen, dass ihr das nicht baut, weil es zu weit vom... Wir sind... Ihr merkt nichts, oder? Ich auch nicht. Scheiben. Scheibenkleister. Oder Scheiße. Je nachdem... In welchem Kontext man unterwegs ist, so. Dann aber bitte. Ich hab's verkackt. Ihr müsst es wieder ausbaden. Das ist auch das Tolle an dem Spiel. Das mal an... wieso ist das jetzt schon so trocken? Wir hatten doch erst 14 Tage Dürre. Ja. Ja. Ich bin nicht begeistert. Schon. Hä? Da sieht's noch gut aus. Boah, hier ist alles tutti. Die werden überleben. Oh oh. Oh oh. 13 Tage haben wir nur noch das und das als Nahrungsproduktion. Arbeiter hinzu. Das wird knapp. 1,8 könnte gerade so reichen im Wasser. Nahrung. Das ist ja katastrophal. 3K. Reicht doch für keinen Biber. So wie die fressen.
Eventuell. Wo steht's Wasser? Effizientes Bauernhaus. Ja. Irgendwie so. Was haben wir dann? Karöttchen. Schauen wir mal, wie das hier läuft. Da hinten könnten wir auch Karotten anbauen, dann müssen die aber wieder irgendwie rüberkommen. Ist nicht einfach hier, ich weiß. Ah, wenigstens liefern die was. Auch 1,8k Wasser, wie gesagt, 18 Tage könnte das reichen, aber die Karotten reichen doch niemals so lang. Das sind ja nur 3000 Stück. So ein paar Kartoffeln werden noch fertig, bevor das hier alles im Erdboden versickert. Und hier haben wir mal ein bisschen länger Nahrungsproduktion, weil wir das eben tiefer gemacht haben. Aber das ist echt nicht viel. Vielleicht übertreibe ich gerade komplett, aber irgendwie, vor allem wenn nichts mehr nachkommt, das ist ja eher das Problem. Jetzt sieht die Zahl noch hoch aus. Na, die fressen ja wirklich wie die Bekloppten, die fressen wie ich. Jungs, das hier hat höchste Priorität. Das davor könnt ihr kurz ignorieren. Das könnt ihr ignorieren. Das könnt ihr ignorieren. Das da ist mir egal. Ihr priorisiert ja eh das. Und ihr habt noch genügend Holz hier, oder? 666. Die Zahl des Satan. Wie Cold Mirror sagen würde. Gut, die pumpen noch 1,7k Wasser, 17 Tage ungefähr. Und dann, wie viel Dynamit haben wir? 50 Stück. Damit können wir hier schön was erweitern. Aber erstmal muss das hier stehen, sonst wird da ja gar nichts. Ja, bitte baut das da hinten. Was macht ihr denn ansonsten, wenn ich das... Das Farmhaus. Ja, das hat natürlich gerade auch Priorität. Das andere kann anhalten. Der Typ kann anhalten. Der Typ kann anhalten. Bringt ja eh alles nichts. Könnten die natürlich hier auch Wasser pumpen lassen, aber wie gesagt, Wasser ist okay. Wenn sie hier noch Möhren für sich rausbekommen, dann wird es wahrscheinlich auch passen. Vor allem 3 Tage hält es hier locker feucht. Ihr habt es immer noch nicht gebaut, oder? Seid nicht mal dabei? Na, schlecht. Warum seid ihr nicht dabei? Wartet auf Lieferung. Ja, darauf warte ich auch. Wir haben noch 9 Tage, Jungs. Dann muss das Wasser hier wieder in die richtige Richtung fließen. Nein, ihr macht doch... Es hat doch keine hohe Priorität. Was macht ihr denn? Nicht doof? Ah, shit. Das da drunter ist noch nicht gebaut. Sag doch, ich bin doof. Ja, dann kann es auch nicht funktionieren. Also, Jungs, das da hat hohe Priorität. Jetzt aber ernst gemeint. Und ich habe kein globales Pause-Ding. Gut, ich kann das so pausieren. So, jetzt. Jetzt geht's an die richtigen Löcher. Die es gilt zu stopfen. Und hier läuft immer noch das Wasserpumpen-Ding. Das ist
fantastisch. Das wird keine 10 Tage mehr reichen, aber kommt zumindest ein bisschen was nach. Obwohl, sinkt doch ganz, ganz erstaunlich. Karotten überraschend stabil. Jetzt haben wir hier deutlich eingeschränkter. Am Vertrocknen, ja, ja. Ist trotzdem eigentlich reif. Könnten die Karotten nicht einfach abfallen oder als vertrocknete Backkarotte gegessen werden? So, wunderbar. So, jetzt der nächste Deich. Gleich da drauf. Und bitte volle Pulle. Ja, wir haben aber hier schönen Arbeitsplatz während der Dürre. Schön am Wasser. Schöne Lagune haben wir da. Wenn man das Lagune nennen kann. Das hätte ich natürlich auch gern gebaut. Wartet, mein Jungs, ich hab's mir anders überlegt. Macht zuerst den da. Da haben wir da unten noch einen. Nee, das Eckelement wäre gerade richtig. Bevor wir da irgendwie einen Scheiß machen. Zum Glück noch gesehen. 8,5 Tage, Hammer. Puh, wann gehen die ein? 15,7, okay, die werden zumindest überleben. Unser Holzvorrat, achso, da soll doch Dynamit rein. Sagt niemand was. Wir haben 60 Dynamit, das hört sich gut an. Kann man 60 Blöcke springen? Wie sieht es aus mit der Ecke? Muss noch gebaut werden. Na gut. Arbeitszeit erhöht sich leider auf 18 Stunden. Immer noch das Gefühl, das wird nicht ganz fertig. Also sowieso nicht das ganze Ding, aber hier die Anlagemechanik muss ja auch... Am Holz scheitert es diesmal zum Glück nicht. So, das ist... So, der ist jetzt hohe Priorität. Da kriegt er ja hin. Und dann müssen wir das hier noch reinziehen, da reinziehen. Und dann müssen wir Flutgates erstmal wieder einziehen. Also diese Schleusen. In der Hoffnung, dass das... Ich hätte es natürlich ganz gern erstmal hochgestapelt, mindestens bis hier. Das läuft. Vor allem in den 7,3 Tagen. Und was ist, wenn Faulwasser kommt? Dann sind wir komplett gearscht. Deswegen eher temporäre Lösungen wieder da hinmachen, eher schnell fertig, als dann komplett den Untergang unnötig heraufbeschworen, weil man ein bisschen gierig war. Läuft es? Es läuft. So. Bitte machen. Obwohl, das ist mir egal, ob die jetzt priorisiert werden. Jetzt passt es ja wieder. Wenn wir hier sagen... Deich, 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 Deich. So, müssen die das bauen. Wie kommen sie hier hoch? Gar nicht. Ach, scheiße. Und da sollen sie eigentlich... Ja, das sollen sie eigentlich machen. So. Dann kommen sie zumindest von hier dahin. Dann kommen sie auch nicht weiter. Mist. Müssen wahrscheinlich hier Treppe hochführen. Dann machen wir doch noch eins von diesen Dingern. Mach mal doch noch eins hin. So. Dann Weg entfernen. Weg. Eck. Treppe. Kinn. Ja. Irgendwas habe ich mir dabei gedacht, das ist noch nicht ganz aufgegangen. So. Oh. 6,6 Tage. Ihr arbeitet mal 20 Stunden. So, Treppe, weiß nicht. Ja, die Höhe passt. Also wenn sie das nicht höher bauen, dann ist das so das Level, auf dem wir es lassen können. Weil dann ist alles gleich hoch. Das passt uns für unsere Zwecke, was das angeht, ganz okay.
Dann müssen wir auf jeden Fall, brauchen erstmal keine Dreifachschleuse. Können hier die billigen nehmen. Dafür muss die Ecke halt sitzen. Uiuiui. Zuerst mal kommt ja eh normales Wasser. Obwohl, dann braucht man hier keine Schleuse erstmal. Wenn wir das wirklich hier nur sitzen, muss das links eben geschlossen sein und rechts offen. Ah, mit rechts offen. Ah, scheiße. Braucht doch Schleusen hier. Bitte auch mal ein bisschen mehr pronto hier. Das da oben ist nicht so wichtig im Moment. Pausieren. Wird der unten doppelt pausiert? Von mir aus. Solange sie da nichts machen, ist mir alles recht. Naja, Objekt ist zu weit entfernt. Ich kenne den Drill. Das lenkt mich aber zumindest gerade von der Karottensituation ab, die überraschend gut ist, muss ich sagen. Ich habe mir erhofft, dass die das ein bisschen schneller hinkriegen. Das waren jetzt 28 Tage. Das ist unsere einzige Wasserleitung. Wenn da nach dem Wasser Faulwasser reinkommt, ist die Kolonie verloren. Wir haben gerade kein System, um das aufzuhalten. Macht mir ein bisschen Sorge, wenn ich ehrlich bin. Bisschen viel. Vielleicht kriegen sie noch was geschissen. So, also wir brauchen auf jeden Fall Doppelschleuse da und da. Ansonsten da. So, und das muss natürlich auch entsprechend da hoch. Und entsprechend da hoch. Und ansonsten, gut, wenn wir die aufmachen, passt es ja. Und dann sollte es passen. Komm schon, Jungs. Lass mich nicht hängen. Da müssen wir hier nur noch ein Layer drauflegen. Also diesen da. Dann sieht es erstmal sicher genug aus. Solange das dann nicht direkt darüber schwappt, sonst müssen wir da noch drei machen. Oh Gott, wird das knapp. Und das hier können sie zumindest bauen. Damit haben sie noch nicht angefangen. Warum auch? Und wie sie das hier bauen, müssen wir auch eigentlich direkt überdenken, dass ich hier ankomme. Ja. Boah. Mist. Dann so lang. Und dann kriegt man den da rein. Oder ist es zu tief? Weil wir brauchen auf jeden Fall. Na? Kriegt man den echt nicht? Ich dachte. Ja, ich finde das Loch nicht. Finde ich jetzt nicht so witzig. So einen einzelnen. Ich dachte, dass da nur ein. Nein, platzier dich. So. Okay, der geht. War das. Ah, das war ein Dreier, okay. Da muss halt dann noch ein Zweier hin. Ah, das sollen sie mal schön unter sich ausmachen. 2,5 Tage. Ach, die kriegen das auch von hier hin.
dann brauche ich den Kram vielleicht gar nicht. Dann höchste Priorität hat der. Beziehungsweise der eigentlich, oder? Das hier noch. Wie sieht das aus mit den Schleusen? Wenn die nicht gebaut sind, schwappt das Wasser hier eventuell darüber. Wo kommen die denn überhaupt durch? Ist echt gerade ein bisschen undurchsichtig, muss ich sagen. Mit dem, was ich hier geplant habe. Kann ich die mit Delete, glaube ich. Ja. Muss hier sehen, was ich hier vorhab. Die müssen eigentlich noch nicht explizit. Beziehungsweise die, doch, die müssen. Scheiße. Genauso muss das hier dann. Da sollen sie erstmal die Schleuse bauen. Also können sie gerade nicht. Weil sie dahinter wichtigere Dinge zu tun haben. In 2 Tagen kommt Wasser. Weniger als 2 Tage. Aber hey, die Karotten halten. Was sagt man dazu? Oh, jetzt habe ich auch keinen Apfelsaft mehr. Man merkt die Dürre direkt. Jungs, danke für die Bemühung. Ihr könnt hier mal Pause machen. Was baut ihr jetzt genau? Müsste eigentlich schon das da sein. Komm schon, wir dürfen es nicht verstreichen lassen, dass Wasser hier reinkommt. Ich brauche mehr Bauarbeiter. Hey, wir haben schon 80 Dynamit. Erstmal hier die Baustelle noch irgendwie gefixt bekommen, bevor wir unsere ganze Kolonie aufs Spiel setzen. Oh, was braucht ihr denn gerade so lange? Okay, aber ich würde trotzdem sagen, das brauchen sie gerade nicht. Das können wir pausieren. Das pausieren wir einfach alles. Die ganzen Plattformen pausiert. Ich habe keine Pause. Ich habe so eine 75% Tastatur oder 70 oder 65. Ich habe auf jeden Fall keinen Pause-Knopf. So, irgendwas pausieren. Ja. Ist pausiert. Hier dahinter. Oh, gut. Ab dafür. Könnt jetzt hier nicht schlapp machen. Bretter sehen eigentlich auch sehr gut aus. Komm schon, macht wenigstens das noch fertig, bevor die Flut kommt. Dann kriegt man zumindest Wasser rein. Und es fließt nicht alles hier rum. Komm schon. Hoch. Hoch. Alles hoch hier. Natürlich die Floodgates. Obwohl, das wäre überlebensnotwendig, würde ich mal sagen. Ja, 0,1 Tage, aber braucht ja eh immer, bis Wasser anläuft. Ansonsten reißen wir halt hier den Kollegen ab, dann fließt wenigstens Wasser rein. Naja, Dürre beendet, wunderbar, Karotten haben gereicht. Was sagt man dazu? Und Wasser hat auch überraschend gut gereicht. Bauzeit war ein bisschen kurz hierfür. War ich auch eventuell etwas zu ambitioniert, aber Wasser sollte ja eigentlich auch aufsteigen. Irgendwann mal. Da kommt's. Ja, spannender Moment. Wo schwappt es hin? Überall hin. Das ist auch nicht schlecht. Nur wenn Faulwasser als nächstes kommt, ist das sehr, sehr schlecht. Die Farm kann eh erstmal weggemacht werden. Das bringt niemandem mehr was.
Okay, die haben noch ein bisschen Zeit, aber die Wasserwerke kommen jetzt an. Mit P. Achso, mit P pausiere ich hier. Sag ja, Dürre kommt im Hirn auch an. So, da dürft ihr natürlich wieder arbeiten. Und sobald hier Wasser kommt, ihr auch. Ihr habt doch gearbeitet, das ist löblich. Ihr auch. Auch löblich. Muss natürlich jetzt erstmal voll laufen, das ist klar. Nach so einer Arbeitszeit haben sie sich auch verdient, sich einfach mal voll laufen lassen zu können. So, die müssen natürlich an. Und die pumpen im Moment, aber sobald das dann geflutet ist, eben anders. So. Ja, baut bitte noch dieses Flutgate. Und dann ganz wichtig, diese zwei Elemente. Bevor irgendwas anderes, diese zwei Elemente da im Eck. Oh, bitte noch kein Faulwasser. Bitte kein Faulwasser. So, ihr pumpt fleißig. Gut. Pausieren, pausieren. Und ihr dürft eigentlich dann gleich auch anfangen zu arbeiten. Ach, ihr habt nie aufgehört. Ist gleich soweit, Jungs. Da kommt's Wasser. Da kommt's zu Papa. Ja, die Schleuse wird gebaut. Das ist gut. Ohne den Rest kann man zwar auch nicht weiter, aber das ist schon mal gut. Und die Kanten werden gebaut. Ist die zu hoch? Ne, ist eigentlich zwei. Ob das passt. So, dann schleus mich mal da rein. Komm schon. Nicht schlapp machen. Oh, bitte Timberborn. Götter von Timberborn, ich brauch noch ein paar Minuten. Ich brauch noch ein paar Minuten länger. Lass es kein Faulwasser sein. Dürre wäre perfekt. Faulwasser wäre der Tod. Also wortwörtlich gesehen. Obwohl, könnte ich ja einfach unten dann was aufreißen. Wieso habe ich mir so Sorgen gemacht? Kann ja einfach hier dann was wegspringen. Problem gelöst. Okay, komme was wolle, wir werden schaffen. Ist zwar nicht die feine englische Biberart, was wegzuspringen, aber irgendwie muss man sich ja helfen. Wieso habt ihr alle Hunger? Ihr arbeitet zu lange, ich hab's gewusst. Ich wollte eigentlich nur, dass die hier in dem Distrikt mal mehr arbeiten. Komm schon. Ja, ihr müsst schwimmen, ihr habt Hunger, das tut mir aber sehr leid. Das müsst ihr nur noch bauen. So, aber dann jetzt auch den Rest. Hohe Priorität. Hohe Priorität. Ich finde, das wird richtig gut. Und wir haben tatsächlich mal ein bisschen Luft hier. Glaubt dann, dass diese 20 Stunden nur arbeiten? Ruhepause verdienen. Scheiße. Überlegen wir uns das nochmal mit der Ruhepause. Volle Arbeitszeit. Wie gesagt, zur Not reiße ich was ein. Wäre aber schön, wenn es nicht dazu kommt. Und das ist zu langsam. Das ist doch zu langsam. Da bräuchte ich echt hier im Distrikt mehr Bauarbeiter. Ah, kostet nur 100. Kostet 10 Bretter. Ja gut, das ist ein bisschen zu spät dafür. Sollen sie erstmal hier bauen, was sie können. Der erste steht. Das wird eine Punktlandung, wenn sie es denn schaffen.
Die Schleusen sind am widerlichsten zu bauen. 2,2 Tage. Keine Bretter. Haben wir überhaupt noch Bretter in dem Distrikt? Boah, 202. Die Wege sind halt extrem lang. Ich versteh's. Aber wie gesagt, dann 30 halt eher hier ein, zwei Dinger auf, die können wir wieder hinsetzen und dann in der Zwischenzeit bauen wir das hier fertig. Glaubt, das wäre die beste Strategie, aber vielleicht schaffen sie es hier noch. Ist gerade richtig spannend, das ist wie ein Formel 1 Rennen. Viel mit Biberstrategie und Reifenwechseln hat das hier zu tun. Komm schon, danach müssen sie nur noch 3 Deiche setzen. Auf der anderen Seite sind es nur noch 1,3 Tage. Also. Ha. Ein Tag. Das wird nix. Oh, das wird nix. Da fehlen so viele Materialien. Schon ihr Biber. Ihr Biber-Butzemänner. Na gut, bereit zum Aufreißen. Was am besten? 2 hiervon. In der Hoffnung, dass das genug ist. So, jetzt ganz wichtig, die Teile. Ja, also knapp nicht geschafft. Knapp nicht. Gut, dann reiße ich hier auf in der Hoffnung, dass das reicht. Ist da jetzt noch was rüber? Ja. Das ist verständlich. Müssen wir noch 2 wegnehmen. So. Liest immer noch rüber? Warum? So, weil der hier noch da ist. Komm schon, hör auf. Die Floodgates aufmachen. Da schwappt halt nur noch ein bisschen über. Ja, das breitet sich trotzdem aus. Scheiße. Ja, das muss auch weg. Gut gedacht. Schlecht gemacht. Hätte klappen können. Den Bauschutt lässt mal schön da. So. Ja, bisschen Seuche haben wir jetzt schon drin. Bisschen Seuche haben wir jetzt drin. Ja, wenn sie sich da festsetzt, ist auch nicht schlecht. 21 Tage geht das. Okay. Ich glaube, das hat sich jetzt genügend verdünnt, dass das keine große Gefahr darstellt. So, jetzt sollen sie mal wieder 16 Stunden nur arbeiten. Die armen Biberchen. Ja. Schöner hätte es geklappt, aber was soll's. Und ihr seid hier schön am Wasserpumpen. Weil die 20 Tage, das sollte man aushalten. Ist die Farm überhaupt an? Ja. Dann macht mal. Ich glaube, die Kiefern haben überlebt.
dann bitte mehr Kiefern anbauen. Obwohl, noch lohnt sich das nicht. Müssen wir erst trocken freispringen. So. Jetzt stellen wir uns vor, die Faulwasserflut endet. Und dann müssen wir das sehr schnell wieder hochziehen. Ich glaube, wir haben keine Wahl und müssen wieder erstmal Biber opfern. Oder wir reißen dann hier entsprechend auch noch was ein. Wovon ich gern eigentlich abgesehen hätte, aber... Man kann halt auch nicht alles haben. Beinahe wäre es so schön fertig geworden. Jetzt wäre es fertig. Hätte noch 2 Tage anhalten müssen. So. Boah. Ein Deich noch hierhin für die Kühe. So, zumindest Faulwasser haben wir hier genug. Sprengstoff haben wir inzwischen einiges. So, auch hier würde ich jetzt mal zumachen. Vielleicht hält es dann hier ein bisschen länger. Ich glaube zwar nicht wirklich, aber Versuch wäre es mir allemal wert. So, wir haben natürlich keinen Baumfritzen mehr. Wir haben noch genügend Rohholz hier. Das erweitern wir dann eben auch mit Sprengstoff. Der Stoff, aus dem Sprengungen gemacht werden. Dann lasst mal sehen, wie groß der Schaden ist, den ich hier anrichten musste. Abgesehen davon, dass ich kaum noch sehe, wo ich hier Schaden anrichte. Also der muss irgendwie gebaut werden. Kann er? Wer kann den denn gerade bauen? Wenn es nach, so wie ich das sehe, niemand. Aber vielleicht, wenn wir sagen, hier und da, dass die das bauen. Achso, dann kommen sie nicht rüber. Aber die können doch eigentlich... Können sie das von oben bauen? Okay, einer baut von unten. Okay, das bauen sie von unten. Das ist schlecht für die, das ist aber relativ gut für mich. Und was ist, wenn ihr den von oben wirklich macht und dann... Na egal. Macht erstmal fertig, wenn ihr euch opfern wollt. Bin ich der Letzte, der Nein sagt. Bringt mir ja vor allem was. So, dann irgendwen würde ich gern damit beschäftigen, die Dinger auszureißen. Aber zuerst mal hier das Problemkind. Das Sorgenkind. Ihr habt es, glaub ich, gebaut. Das ist schon mal gut. Ich glaube, wir kriegen das jetzt sogar hin. Weil von oben haben sie vorhin 4 Blöcke gebaut, wenn ich das richtig gesehen habe. Wieso habt ihr so wenig Karotten hier? Ihr Vollidioten. Ich Vollidiot. Ihr sollt doch auf Schaufel. Ich werde das nie wieder umstellen. Ich kann nicht jede Farm micromanagen. So, wo springen wir uns denn die Welt zu einem besseren Ort? Da auf jeden Fall nicht. Und da kommt die Deichmauer hin. Erstmal so, später anders. Hey, Autosave. Aha. Das kommt, da kommt ihr natürlich nicht ran. Da habt ihr komplett recht. Was ist, wenn ihr da oben hochkommt? Das ist auch ziemlich schnell. Ich glaube, das sollte funktionieren. Das ist natürlich dann auch ultra wichtig. Ich glaube, ich habe nur Doppelschleusen. Ah, okay, da unten fehlt dann trotzdem noch
Ein Klötzchen. Ja, aber prinzipiell macht ihr das ganz gut. Macht nur weiter so. Dann verdoppel ich euren Lohn. Ein Glück kriegt ihr nichts. Oh, Harz. Hier mit dem Harz. Bevor die wieder meinen, ihnen geht das Wasser aus. Ja, den können wir auch kurz mal ruhig stellen. Den pausieren wir auch. Die haben hier wahrlich wichtigere Dinge zu tun. Ah, sieh mal eine an, die können das bauen. Ist nur die Frage, brauchen wir zwei? Zwei Flutgates oder reicht eins? Also, erreichen zwei oder braucht man drei? Denk aber, zwei sollten reichen, vor allem wenn sie komplett geöffnet sind. Und hier haben wir eine Quelle, zwei Quellen, drei Quellen, vier Quellen, fünf Quellen, sechs Quellen. Das macht meinen Plan ein bisschen komplizierter, aber nicht unmöglich, das mit Frischwasser zu füllen. Wie gesagt, da bauen wir um jede Quelle so ein vielleicht 3x3 Turm nach oben. Und dann aquäduktmäßig leiten wir das, je nachdem, was es ist. Es müssten wir hinkriegen, aber es wird ein teures Unterfangen. Dafür werden wir mehr Biber brauchen. So. Dann bau mal den Deichmann. Und dann baust du das Teil. Finde ich gut. Finde ich gut, dass er das jetzt von oben hinbekommt. Bis jetzt ist kein Biber kontaminiert. Zumindest nicht so, dass ich das wüsste. So, den Oberförster müssen wir abreißen. Ich würde mir gern hier ein Lager voller... Machst du was? Kiefernharz? Muss ich dir den Bereich markieren? Ah ne, du hast 30 von 50. Wunderbar. Dann lass dich nicht bei der Arbeit stören. So, Dynamit im Lagerhaus. Dann einmal Lagerhaus. Irgendwie, irgendwo. Hauptsache schnell. Und Dynamit. Und dann sag mal Dynamit importieren. Springstoff. Stoff, der springt. Irgendwo hier oben müsste das sein. Da ist er. Da ist er doch. 14 Tage Faulwasserflut haben wir noch. Okay. Wir haben die Antwort bekommen. Wir brauchen drei. Wir brauchen drei Schleusen. Das heißt, wir müssen als erstes hier einen Weg bauen. Scheiße. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr von dieser giftigen Flüssigkeit in mein Grundwasser getan. Wie kriege ich das denn wieder los? Hoffentlich trocknet das so weit aus. Ansonsten muss es halt mit der nächsten Welle weiterschwimmen. So, du darfst pumpen. Ihr könnt noch pumpen. Und ihr könnt euch mal umorientieren. Wie läuft's eigentlich mit der Dynamitlieferung? Sehr gut, 10 Stück haben wir schon. Kann man hier uns einen Wolf springen. So. Aber, Tagesgeschäft zuerst. Doppelschleuse hier damit. Theoretisch kann man das ja jetzt eine ganze Weile noch höher bauen. Müssen die Schleusen dann entsprechend immer wieder sitzen. Wären dann Dürre kein Problem und jetzt bei Faulwasser... Oh, bisschen schwieriger, aber wäre auch machbar. Na gut, bin zufrieden, wenn die das erstmal gebaut bekommen.
Naja, keine Güter vorrätig. Schön 36 Kiefernharz. 36. Ob da habe ich ein bisschen gelispelt. Ist egal. Irgendwas muss man ja machen. Genauso wie den hier befehlen, dass er das doch mal aufschütten soll. Dass ich eine Ahnung habe, wie mein Flussbett aussehen soll. Das heißt, das hier springen wir alles demnächst weg. Brauche eine bessere Brücke. Opfer ein paar Karotten. Ne, Tagesgeschäft halt, Tagesgeschäft. 12 Tage haben wir diese Plörre noch. Und auch da sollte das wieder fertig sein, sonst... Sonst wird das ja nichts. Ist da schon Faulwasser drin? Ja, ein bisschen. Ah, das wird austrocknen, das ist gut. Ne, die können ja noch. Ich schätze, die können noch. Vielleicht nicht mehr, aber jetzt im Moment... Warum aufhalten, wenn sie doch so gut da drin sind? Da fehlen euch noch 10 Bretter, Jungs. Und dann fehlt euch nochmal so eine Schleuse. Ich meine ja nur 12 Tage. Sollte man sich mal ranhalten. Generell, ja, da haben wir auch gestaut auf 3. Das haben wir nicht weitergebaut. Dann müssen wir es hier aber definitiv tiefer bauen. Und das heißt für uns erstmal treppen. So. Dann können wir hier ein bisschen was wegsprengen. Aber wir wollen es ja generell auf 5 breit machen, also... Zu tun gibt's genug. Was machst du da unten? Achso, hast nichts Besseres zu tun? Na gut. Die kommt weg und Schleusi Mac Schleusi Face kommt hin. Müsste man nur richtig auswählen. Ja, die Zweier darf schon sein. Die Zweier darf schon sein. So, und auch hier bitte mit Nachdruck. Ihr habt 11 Tage, das kriegt ihr hin, aber müsst auch was dafür tun. So. Ja, das geht alles ein. Das hält noch ein bisschen. Das finde ich sympathischer, wenn sich's ein bisschen hält. Und das könnt ihr hier auch mal mit mehr Nachdruck machen. Da sind unterschiedliche Leute am Werk. Und generell deichmäßig, was haben wir gesagt? Das sind 3, das sind 4, das sind 5. Und hier die Deichmauer hin. 2, 3, 4, 5. Das kommt mir hier so groß vor. Und auch hier die Frage, auf welchem Level, weil eigentlich müssen wir das nicht auf diesem erhöhten machen. Ich breche das nochmal kurz ab. Ein lass man da stehen für die Orientierung, aber der Rest bringt jetzt wahrlich nichts. So, wie sieht's mit der Schleuse? Am Schleusen fehlen nur noch 2 Bretter, dann haben sie es geschafft. Ich bin begeistert. Und dann fehlt der ganze Rest von dem Wasserspeicher hier noch, aber... Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. So, komm schon, den Erfolgsmoment will ich noch. Ich weiß, wir sind schon wieder ein bisschen über der Stunde, wo ich die anpeile, aber... Erfolgsmoment... Wunderbar, so soll das aussehen. Damit kann ich jetzt aufhören. Wunderbar. Seht euch an, alles gedeiht prächtig. Wir haben insgesamt 2,9k Karotten und nicht 500, wie es gerade durch den Distrikt angezeigt wurde. Alles ist im Rahmen. 10 Tage gibt es noch Faulwasser. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.